Na denn, jetzt kommt die Übung. Machen wir nochmal das gleiche Beispiel. Also, ihr schnappt euch das Ding, schreibt es ab, denkt dran, am besten unterstreichen und so weiter. Wer das nicht weiß, der soll nochmal nachgucken hier. Ich werde dann hier nochmal den Link zur Erklärung einfügen. Dauert nur 2 Minuten, sich das anzugucken. Und geht den Weg der Erkenntnis nochmal. Das heißt, ihr löst jetzt diese Gleichung und wenn ihr die fertig habt, ja, dann. Drückt die Pause-Taste. Schreibt sie ab, drückt die Pause-Taste und wenn ihr sie fertig habt, sehen wir uns wieder und ich erkläre gegebenenfalls noch was. Na, ich hoffe, ihr habt es. Na, also, wer es nicht weiß, guckt nochmal da oben in dem Link nach. Nächste Aufgabe. Das geht auch mit Kommazahlen, das ist auch nicht schlimm. Also unterstreichen und so weiter. Abschreiben das Ding, Pause-Taste drücken und dann lösen und danach sehen wir uns. Na, habt das? Na, unterstrichen. Ich sage ja, Kommazahlen ist nicht schwer. 0,6x und minus 0,3x sind 0,3x. Die beiden zusammen sind 1,5x. Der Rest ist klar. Ich habe hier geschrieben, umformen ist sicherer in 3/10. Warum? Guckt in den anderen MOOCs nach. Also, ich hoffe, dass ich dann den Link nicht vergesse zu setzen. Wieso man das viel sauberer machen kann. Dann ist x nämlich 10 Drittel. Wenn ich 1 durch 0,3 dividiere, ja, geht auch, aber naja, gut. Guckt euch nochmal an. Achtung und macht bitte aus 10 Drittel nicht 3,3, denn 3,3, wenn ich das wieder mal 3 nehme, ergibt es nur 9,9. Ihr müsstet, wenn, dann hier oben Periodenstrich drüber machen, aber da tun sich auch viele schwer. In den anderen Videos nachgucken, einfach mal mit der Suchfunktion. Dann findet ihr auch, warum das so ist. Oder in den Playlists und so weiter. Also, das ist nicht schön. Wenn man das so macht, dann stellt man sich nämlich die Beine. So, noch die letzte. Das ist ein Spaß. Abschreiben, Pausetaste und so weiter. Lasst die X rechts. Ist nicht das Problem. Also, bis gleich. So lassen wir es dann. Gut sein, das war ein Spaß, ne? Also wenn ich das zusammenfasse, das geht ganz leicht. Dieses plus 0, das habe ich in grau hingeschrieben. In grau, weil man es gar nicht hinschreiben muss. Denn plus 5 und minus 5 hebt sich auf. Ich lösche das mal weg, das sieht ja doof aus. Muss man nicht machen. So, durch 6 teilen. Bitte nicht vergessen, hier steht ein stilles Mal dazwischen, ne? So, na denn. Ja, schnappt euch eure Hausaufgaben oder was auch immer und macht das genauso, dann werdet ihr erfolgreich sein. Und am besten dann am Montag oder in der nächsten Mathe-Stunde gleich mal selber vorführen an der Tafel. Kommt immer gut an. Hier unten werden dann wieder Links entstehen, sodass ihr noch seht, wie es weitergeht und was noch alles machbar ist. Also, ich lasse das jetzt erstmal. Schönes Wochenende.